Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017 und einen wunderschönen guten Morgen im amerikanischen Outback. Ja, aber wie wir sehen, seht ihr es natürlich nicht, aber wir sind in Folge 325 und wie ihr seht, regnet es noch und wie ihr seht, ist es eigentlich nachmittags und nicht morgens, so, das ist eine andere Geschichte. Wir haben unsere Verkaufsgeschichte noch gemacht. Wir sind bei über einer halben Million, die wir schon wieder auf dem Konto haben. Das ist eigentlich sehr löblich, muss ich sagen. Hier sehen wir noch die Kollegen, die, die Verkaufsaktion gemacht haben. Ja, die Jungs wollen leider nicht arbeiten, weil es regnet. Das ist der Punkt. Hier ist die Sache mit der Misteinlagerung, die wir vielleicht noch machen können. Die Jungs würden auch alle nicht. Die können nicht, dürfen nicht, sollen nicht, ne? Wie das Leben so spielt. Alle stehen und warten. Ja, er wartet auch, nämlich dass er nach Hause gefahren wird. Weil, wie wir sehen, steht er nämlich noch am Verkauf, weil das ist das Letzte, was wir gemacht haben. Wir haben als Letztes unsere Wurst-Fleisch-Geschichte gemacht. Und jetzt fahre ich ihn hier mal ein bisschen rückwärts. So, werde ich jetzt nicht auf die Schienen fahren. Aber wir brauchen noch ein bisschen Winkel, um rumzukommen. So, gut, wir fahren ihn wieder zurück. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall haben wir die Gelegenheit noch genutzt, um ein bisschen Kohle zu machen. So. Ja, das ist es immer. So, wir fahren jetzt mal hier lang. Ich bin mal mutig. Auch wenn da irgendwelche Randalisten entgegenkommen, die meinen, die Straße würde ihnen gehören. Tut's aber gar nicht. Ich sehe da gerade direkt keinen kommen, deswegen wage ich den das Abbiegen. Und da vorne kommt er. Aber bis dahin sind wir hier in einer einigermaßen Lücke, dass wir dann vorbeifahren können. Er fuhr langsamer. Das ist schon mal fast so wie eine kleine Einsicht sozusagen, dass er vielleicht irgendwas nicht richtig macht. So, okay, wir bringen jetzt erstmal den Kühltransporter weg. Ich glaube, das können wir auch vorher noch mal kurz gucken. Ich glaube, wir haben jetzt hier auch nichts mehr zu erwarten, wenn ich mich nicht täusche. Wir laufen mal ein bisschen schneller. Wir haben jetzt hier Fleischwurst leer und auch kein Tier mehr in der Verarbeitung. Das heißt also, wir sind jetzt erstmal durch. Man kann natürlich höchstens gucken bei den Tierbeständen, ob wir schon wieder was herbringen können. Ich hatte jetzt bei mir so ein neues Minimum gesetzt von 300 Schweinen, die wir immer haben wollen. Alles, was drüber ist, könnten wir vermarkten, sage ich jetzt mal so vorsichtig. Wir werden einfach mal jetzt mal einen schlauen Blick auf das Tiergedöns werfen. So, wo sind wir denn? Da sind wir. Denen geht es eigentlich allen wunderprächtig, wenn man genau hinguckt, ne? Und es sind 303, heißt also, nö. Ist alles okay, alles wunderbar. Schafe haben wir schön aufgestockt, so wie es auch sein soll. Ist auch alles voll und alles gut und alles toll. Die haben eigentlich noch ein bisschen Futter. Das ist also eigentlich nichts, was wir jetzt sagen müssen. Hier müssen wir jetzt akut ran. Das ist auch okay so. Was wir natürlich jetzt machen können, ist mit ihm jetzt erstmal wieder unseren Trailer hinten dran machen. Uah, so ein wahnsinniger. Gut, dass wir noch ausgewichen sind. So. Ich fahre erstmal hier hinten rum. Jetzt gucke ich nochmal, was mit den Produktionen jetzt hier ist. Weil mein Gedanke ist natürlich jetzt, wenn wir jetzt hier so riesig viel nicht mehr zu tun haben und die anderen Produktionen auch ja zum Teil entweder leer ausgelagert haben, sag ich mal so, ne, da einfach jetzt mal Dings zu machen. Einfach mal ein bisschen vorzuspulen. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wollten erstmal Geld machen. Ja, er pausiert natürlich auch. Geld machen, um die Sachen hier auslagern zu können. Nein, ich wollte da nicht gegenrennen. So. Hier seht ihr selber die Produkte. Warum steht die Produktion hier? Keine Kartons. Nein, Wahnsinn. Keine Kartons mehr da. Die Produktion läuft noch. Da ist auch noch alles da und auch noch Kartons da. In der ersten Produktion fehlen tatsächlich Kartons. Das ist dreist. Da müssen wir mal gucken, wo ich die habe. Da müssen wir noch welche hinbringen. Und wir haben hier zwei Einlagermöglichkeiten gebaut, wie man ja sieht. Nämlich einmal für die Himbeeren und einmal für die Johannisbeeren. Das heißt, wir müssten theoretisch gesehen noch eine Runde gucken.
Ich weiß nicht, waren die unter platzierbare Objekte oder waren die in der extra Rubrik? Na, ich gucke jetzt mal hier, was am schnellsten ist. Ich glaube natürlich, dass es in der extra Rubrik war. Sehr schön. Da sind wir also. So, gut. Himbeeren, Johannisbeeren hatten wir. Das sind die Gewächshäuser. Himbeeren, Johannisbeeren hatten wir. Also fehlt Erdbeeren. So, da sind wir. Jetzt werden wir natürlich einmal ein bisschen unseren Winkel hier anpassen. Nee, falsch rum. So. Dass wir ungefähr parallel zu denen sind. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Lassen ein bisschen Platz. Oh Quatsch, wir müssen es komplett drehen, sehe ich gerade. Denn dann sollen die Türen und da schon in die richtige Richtung gucken, ne? Ja, so sieht nicht schlecht aus. Kleinen Abstand dazwischen, wie bei den anderen auch. Und gesetzt. So, das Geld haben wir noch ausgegeben, aber wie gesagt, das haben wir jetzt ja auch ganz locker. Und jetzt haben wir auch eine Möglichkeit, das letzte davon einzulagern. So simpel ist es. So, was wir noch als Lagermöglichkeiten haben, ist Lagermöglichkeit für Zucker und für Melasse. Da müssen wir mal gucken, wie es dann aussieht, wie es mit den Preisen ist und ob wir das tatsächlich brauchen oder nicht halt, ne? So einfach machen wir uns das Ganze. Wäre natürlich schön, wenn wir auch eine Art Kühlhaus gehabt hätten, um die anderen Sachen einzulagern. Hatten wir aber ja leider nicht, deswegen haben wir ja hier das palettenweise ausgelagert, wie ihr seht. Ne? Das steht jetzt hier im Regen rum. Das wird natürlich in Wirklichkeit schlecht werden, aber das werden wir machen. So, okay. Wir müssen aber gucken. Haben wir Kartons? Kartons, Kartons, Kartons. Ja, ein kläglicher kleiner Rest, weil wir haben, glaube ich, auch Kartons verkauft. Das war nicht unbedingt das Schlauste, glaube ich. Und die andere Frage ist, wo zum Teufel? Da. Habe ich den kleinen JCB gelassen, wollte ich gerade sagen. So, wir machen ihn an. Wir holen uns die paar Kartons da weg. Und das muss in das erste Gewächshaus hier vorne rein. Dass da die Produktion auch weitergeht. Ne? So simpel ist es. Das wollen wir dann wenigstens noch machen, bevor wir irgendwas anderes machen. Dann gucken wir nochmal, wie es bei der Sojamilch-Trinkproduktion aussieht. Ob da noch irgendwas fehlt oder gemacht werden muss. Weil, nein, wir wollen die nicht wegschubsen, sondern wollen die mitnehmen. So. Bisschen hoch. Hier kippeln wir ein bisschen, weil eine Kante drin ist. Das macht aber nichts. So, und jetzt heizen wir mal hinten rüber und schmeißen die Kartons da rein. Das ist zwar jetzt nicht super viel, aber, die Produktion wird wieder anspringen. Entschuldigung fürs Räuspern, und das ist das Wesentlichste. Müssen die hier hin? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen auf die Seite. Wow, hat er. Täusche ich mich da? Ich gehe nochmal hinten gucken. Oder sieht auch die Palette dürftig aus? Falsch wollte ich nicht. Wenn, du musst ich so machen. Und. Ja, Palette sieht auch mehr als dürftig aus. Okay, gucken wir. Haben wir Paletten? Auch eine kleine Menge. Auch im Fix dahin, würde ich sagen. Das kann ja so nicht weitergehen. Wir wollen ja nicht, dass wenn wir vorspulen, dass da irgendwas steht, wenn die Mats noch irgendwo rumliegen. Ne? Ja, Holz. Das ist noch eine andere Geschichte. Jetzt die Frage, ob wir zum großen Vorspulen überhaupt kommen. Weil theoretisch gesehen müssten wir auch mal wieder eine Ladung Holz machen. Nämlich um Holz hier abzuladen. Und auch um Hackschnitzel zu machen, damit auch die Kartonproduktion uns weiter erhalten bleibt. Ne? Das ist so der Punkt. Habe ich schon Glas schon kaputt gemacht vom Fenster. So, und runter damit. So liegt es auf. So sollte das funktionieren. Ja, ich stehe ein bisschen schräg. Ich fasse ich jetzt aber hier noch rückwärts runter, dass ich nicht schräg kippel und irgendwas wegschmeiße. Ich habe schon einen Weitwurf, habe ich schon gesehen, das muss nicht sein. So, fix ihn da. Der kleine JCB, der kann das. So. Gut, okay. Verhungern jetzt nicht komplett. Produktion an sich läuft. Wir steigen aus. Nein, steigen wir nicht. Ich habe mich so hingestellt, dass ich in Wassercontainer lande. Wie ungeschickt ist das denn? So, stellen hier hin, wir steigen aus und jetzt geht's auch. So, gut, der freundliche Kollege kann den Spaß hier noch zurückbringen. Ja, die Geschichte ist jetzt, Holz, nicht Holz. Also eigentlich müssten wir Holz machen, wenn wir ehrlich sind.
Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich meine, alle andere Arbeit steht still. Jetzt könnten wir hier eine Runde was machen, ne? So simpel ist es ja. Anstatt abzuklemmen, habe ich, glaube ich, den Traktor abgewürgt. Ist auch schön, ne? So, ich würde sagen, wir bringen ihn zurück und dann holen wir tatsächlich den LKW, den wir gerade extra noch weggestellt haben, wieder, um hier unseren Holztrailer-Part zu machen. Und dann werden wir tatsächlich ein bisschen Holz machen, um den Hackschnitzler anzuschmeißen. Und auch, weil wenn wir vorspulen, dann können Paletten weiter produziert werden. Aber nicht nur das, auch der Hackschnitzler kann Hackschnitzel machen, die wir dann natürlich schön in die Kartonproduktion geben können, damit die nicht leer läuft, ne? Also ich glaube, wir müssen vorm Vorspulen auf jeden Fall noch eine Runde Schnitzel. Holz machen, um Schnitzel zu machen, um Kartons zu machen, um Paletten zu machen, um alles zu machen halt. Wir müssen nicht oft Holz machen, aber ab und zu halt doch. So. Hier sind wir mal mit den freundlichen Stoffjungs. Sieht aber noch nicht nach viel aus. Ist auch irgendwie nicht viel los, würde ich sagen. So. Jetzt gucken wir das sicherheitshalber einmal bei der Soja-Milch-Variante hier rein. Drink, muss es offiziell heißen, Variante rein. Wie es denn hier mit der Produktion an sich aussieht. So, und die läuft noch. Die hat noch 25.500 drinne, 80.000 Liter Wasser und auch noch Treibstoff. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein bisschen vorspulen, würde es noch eine Zeit dauern, bis sie leer ist. Aber wir haben noch 52.000 Liter zum Nachkippen. Also das ist noch einiges. Wir haben jetzt 18.500 Liter Milch. Und wir haben hier, ja, das schreit nach einem Milchverkauf, weil die Molkerei hat noch ziemlich viel drin. Das heißt also, unser Vorspulen rückt immer weiter weg, weil wir jetzt irgendwie den Milchtank noch erst holen. Und überall eine Runde Milch holen und den Milchpart verkaufen. Damit haben wir dann das Lager der Erdbeeren schon wieder ausgeglichen, so wie es aussieht. Weil die Ladung Milch dürfte über 30.000 bringen. 36.000, 37.000 oder sowas. Gut, gut. Ja, also doch mehr Arbeit wie gedacht, bevor man vorspult. Ha? So ist das halt. So, hier irgendwo. Wasser, nö, Gülle, nö, bin ein zu früh. Okay. Da müssen wir hin. Quietsch. So. So, richtig ranfahren. So, dann kann man auch richtig ranklinken, ne? Dann geht das Ankuppeln auch vernünftig. So, holen wir erstmal die Milch bei den Tieren raus da aus dem Tank. Dann fahren wir rüber zur Fabrik und dann werden wir den ganzen Spaß eine Runde verkaufen. So, Tiere sind sauber, sehen wir hier. Da haben wir ja auch die letzten Male erst dabei. Das ist echt der blöde Regen. Man weiß natürlich jetzt echt nicht, wie lange der dauert. Man hat zwar eine Wetterphase, da weiß man so ungefähr, wie lange eine Wetterphase dauert. Das heißt aber nicht, dass zwangsweise es die ganze Zeit regnet. Wir hatten ja auch das Regenzeichen schon oben. Da hat es aber noch gar nicht geregnet. Ne? Also es muss nicht zwangsweise die ganze Zeit regnen. Das ist der Punkt. Deswegen weiß man natürlich nicht, wie viel wir überhaupt vorspulen. Kann sein, dass wir nach noch nicht mal eine halbe Stunde vorgespult haben. Der Spaß ist schon wieder aus. Aber wenn wir länger vorspulen können, dann soll natürlich alles laufen. Ne? So simpel ist es. Dann holt man hier die Milch raus, damit der Milchpart nicht überläuft. Gülle hatten wir rausgeholt, meine ich. Futter auch. So, hier fahren wir gerade durch. Sind zu weit gewesen. So, da füllen wir den ganzen Spaß auf. Jetzt dürften die 30.000 Liter hier locker voll werden. Das sollte also klappen. Wenn wir das machen. Der scheint auch noch einen Moment zu brauchen. Werden wir jetzt hier mal eine Runde abklemmen. Das kommt noch eine Viertelsekunde bei der Milch jetzt nicht unbedingt an.
Wow. Das ging aber gerade mal so gut. Und das wäre meine Schuld gewesen, diesmal, muss ich zugestehen. Verkehrstechnisch gesehen, einfach so rausbrettern aus einer Auffahrt, nicht zu empfehlen. Und auch nicht legal, weil man muss natürlich immer den Leuten, die Vorfahrt haben, auch die Vorfahrt gewähren. So simpel ist es ja. Ne? So, los geht's. Ich will jetzt wenigstens ihn noch hier bis zum Holztrailer fahren, dass wir noch ein bisschen was gemacht kriegen, ne? So, hier sind wir um die Ecke. Unser Holz wissen wir, wo wir es kriegen. Da haben wir ja schon mal Holz weggeholt. Da werden wir auch wieder hingehen. Dafür müssen wir halt nur den freundlichen Kollegen hier erstmal mitnehmen. So sind wir es, ja. So. Das ist nämlich unser guter Holztrailer mit Autoloader. So, aber während ich ihn hier angeklemmt habe, ist auch leider die Folge für heute schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich auch um ein Teilen und ein Abo freuen. Wäre natürlich super klasse, wenn ihr mich damit unterstützen würdet. Und dann sage ich vielen, vielen Dank. Wunderschönen Resttag und bis zum nächsten Mal.